Zusammen, da sind wir zurück bei The Legends of Zelda, Tears of the Kingdom. Mir ist so viel, wir haben hier diesen Streit. Wobei, überleg gerade, wenn mein Pferd ja nicht wieder rufen müssen. Wir müssen jetzt da ja irgendwie hochkommen. Huch! Gott, ich bin mit dem Pferd einmal voll gegen die Mauer. Ja, jetzt magst du mich nicht mehr. Es ist zu weit. Ja, es ist gut. Entschuldigung. Es ist, kommt nicht wieder vor. Zumindest nicht in den nächsten paar Minuten. Ich hoffe es. Pferd gegen die Wand gesetzt. Huch! Armes Tier. Armes, armes Tier. Gut, da müssen wir irgendwie hoch. Das Ganze befindet sich aber in so einer Art Burg. So, mal her. So, die nehme ich mir mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das, als ich das so für mich allein gespielt habe, wie ich da reingekommen bin. Hier so über die Pixar, das geht natürlich hoch, wie wir sehen, nicht. Also stehen wir gleich nochmal. Da ist ein Turm, da ist ein Schrein. Hier sieht man so viel. Da geht's hin. Okay. So, wir den da oben erstmal erledigen. Jetzt ist es nachts. Wenn wir Glück haben, schlafen die meisten von denen. Wir haben ja keinen Blutmond. Und dann kann man hier einfach so erledigen. Natürlich nicht so. No. Ja, dann haben wir halt mit der Patschehand zuerst mal. Oh Gott. Das, was explodiert. Der schmeißt mit irgendwas rum hier. Mit irgendwelchen Bomben. Ah, nee, hier sind so eine Fässer. Verstehe. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Wie habe ich das denn damals gemacht? Ich glaube, ich habe gewartet, bis die nichts mehr geschmissen haben. Wie bin ich denn da jetzt dagegen gelaufen? Genau, da sind Fässer, die dann gesprengt werden. Oben hatten wir Fässer. Jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem. Ist auch okay, wenn er da unten landet. Oh Gott. Der sich jetzt natürlich selbst, der hat sich beim letzten Mal selbst gesprengt. Deshalb war der nicht da. Jetzt werde ich mal ganz kurz was essen. Oh Gott, ich muss ja mal wieder kochen. Wann habe ich denn das letzte Mal gekocht? Oh Gott, das ist schon eine ganze Weile her. So. Jetzt haben sie die Kugel runtergeworfen.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch eine haben. Das werden wir gleich sehen. Aber die müsste eigentlich die Fässer mitgenommen haben. Und zwar alle beide. Da rennt er ganz aufgeregt rum. Und die anderen, ah, die anderen haben geschlafen. Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Hm? Ja, mit der Rüstung an, Mist. Ich will eigentlich nur da zu diesem Tor, ne? Und das will ich gar nicht. Haben wir irgendwas, was explodiert? Ja, haben wir. Aber das ist nur noch eins. Gott, der hat auch so ein großes Ah, Mist. War noch irgendwas, was irgendwie Krabum macht? Hm. Nicht so danach aus, aber ich hatte doch. Das waren Chili-Schoten, damit kann man nichts großartig anfangen. Feuerpfeiler könnte ich ein paar schmeißen. Mitgekriegt, mein Ups. Mein Versuch, hier irgendwie anders mich einzuschleichen. Ist natürlich nicht doof. Schade. Ja, bin ich auch ziemlich Wachschwäder ausgerüstet. Das ist wieder typisch für mich. Oh, ein Rüstapfel. Nehmen wir mit. Mal gebrauchen. Sind sie wieder zurückgegangen? Okay. Sie sind aber noch weiterhin angeknackst. Das finde ich gut. Der ist weg. Mal gucken, ob mein Pfeil bis dahin reicht. Ist natürlich der wach wieder, okay. Na gut, okay, dann fahren wir halt runter und verlieren ein gelbes Herz. Hm. Wieder hoch. Danach müssen wir unbedingt kochen. Schleich mich mal an. Die schlafen alle. Die schlafen doch nicht. Die schlafen. Ach nee, die schlafen nicht mehr, weil es jetzt Tag wird. Ungünstig. Blöd. Schade. Ach, ich habe mich zu lange hier aufgehalten an der ganzen Sache. Na ja, gut, dann müssen wir da jetzt durch und irgendwie anders hinkommen. Man so nicht einfach. Nein, ist blöd. Ich
Ich will mich irgendwie reinschleichen, aber ich fürchte, die werden mich immer sehen. Ich habe jetzt auch keine Lust, bis zur Nacht zu warten eigentlich. Wahrscheinlich bleibt mir aber nichts anderes übrig. Ich habe sonst zu wenig Waffen und Kraft. Sieh mich ja halt immer sofort, ne? Na, dann... Was machen wir? Warten wir bis zur Nacht? Ist hier auch kein Feuer, wo ich sagen könnte, okay, ich... Na gut, aber dafür können wir ja sorgen, dass hier ein Feuer ist. Nehmen wir das in die Hand. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Ein Feuer. Oder? Haben wir schon Feuer gemacht? Genau. Bis abends, bitte. Ja, ist noch nicht ganz Nacht. Die Auswahl hatten wir nicht. Oh, einfach mal, dass jetzt früh, dass sie früh schlafen gehen. Nein, sie schlafen noch nicht. Hier noch mal warten vielleicht. Ja, das mich nicht. Nehmen wir noch mal so einen Stein in die Hand. Probieren wir mal, ob das geht. Ja, das geht. Nee, das ist blöd. Das ist doof. Das ist noch nicht ganz dunkel. Spätestens ist dann 22.05 Uhr. Gönn doch mal schlafen gehen. Stehen ja auch früh auf. Es kommt auch immer der Große raus, der mit dem gelben Balken. Ich mich, ob ich einfach hier hinten lang laufen kann. Und dann schleiche ich mich da hinten rum. Die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Aber zwischen Zaun und Pixern. Weg. Der Stiefel aber auch noch lang. Nee, von dem will ich mich jetzt nicht hier erwischen lassen. Oh, da kommen die an, Mist. Immer so lang. Irgendwie müssen wir da reinkommen in diesen doofen Thron. Mist. Ich schau an wieder. Der mit dem gelben Balken ist eigentlich meine größte Sorge. Ja.
die genau in die Wand geschossen? Müssen sich eigentlich nur mal beruhigen jetzt, ja? Geht ihr schlafen? Der ganz große ist auch schon leicht angeknackst jetzt, aber nur ein bisschen. Aber irgendwie scheint sich bei dem mit dem gelben... Oh, Mist. Da habe ich vergessen, dass da eine Lücke war. Ah! Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier die Tür aufmachen kann. Okay. Und untersuchen. Und schnell in die Luft springen. So, hier. Dann ist mir das egal. Ich hatte schon fast gedacht, man kann die Tür nicht öffnen. Ich glaube, so habe ich das tatsächlich im ersten Mal gemacht. Einfach durchgelaufen. Ich weiß, ich habe die nicht alle erledigt. So, und damit hätten wir die nächste Region freigeschaltet. Schön, herrlich. Mein Pferdchen natürlich da unten, ne? Das war ja hier irgendwo. So, ein Pilz nehmen wir auch noch mit. Ach, da ist es ja schon. Oh, ich stand direkt daneben. So, Pferdchen. Oh, die Wirbel sind hier gleich aufgesprungen. Wo gehen wir als nächstes hin? Nicht so weit weg. Wir hatten noch mehr in der Nähe noch. Und da hinten ist diese olle Gewitterregion, die mag ich echt nicht. Warum mag ich die nicht? Weil man da immer brutzelt und britzelt, wenn man nicht aufpasst. Huch! Ich habe einen Hirsch umgerannt, aber das Fleisch nehme ich mir mit. Oh, das mit den Bienen kann auch mal ordentlich schief gehen. Das macht man klappt. Nee, der passt auf. Der andere Hirsch hat geträumt. Da ist ein Schrein.
So, Pferdchen, ich pack dich jetzt mal hier. Schön da stehen bleiben. Schauen wir mal, was uns hier erwartet in diesem Schrein. Wir sind jetzt auch weiter weg von dem eigentlichen Ziel, glaube ich, gelaufen. Ach, das ist ein Kampfding, glaube ich. Genau. Also fangen wir auch nichts an. Weder Rüstung noch irgendwas anderes. So, das hätten wir. So, da hätten wir noch weitere. Oh, das nehmen wir auch noch mit, was hier fallen gelassen wurde. Was dürfen wir noch? Genau. Ach, Mist. Das geht kaputt. So, der ist auch weg. Jetzt hätten wir nur noch einen. Dreh dich mal mit deinem toten Auge her. Geschafft. Also die ersten Elementardinger, die sind ja auch noch einfach, noch schwerer. Mit Anschleichen und von hinten überwältigen. Das war eigentlich das Schlimmste. Das habe ich lange üben müssen, ehe ich das geschafft habe. Also zumindest hier selber. Also die Elementarkampf-Dinger, die sind eigentlich leichte, verdiente Sachen. Das geht. Das kriegt man hin. Holen wir uns das nächste ab. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt haben schon. Ob wir schon hier haben. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was da stand. Aber das sehen wir ja gleich. Zwei. Ach, naja, gut, okay. Aber ich habe ja ein paar Schreine hier in der Gegend gesehen. Das ist ja alles machbar. Ich wollte das nächste ja auch in die Ausdauer stecken. Dass wir da noch ein bisschen mehr haben. Und dass wir dann irgendwann diesen Ring auch voll haben, den ersten. Das lohnt sich schon, den voll zu machen. Aber man hat ja auch Schreine oben im Himmel,
Und dann, was ich gesagt habe, man kann ja auch in den Untergrund, das hatten wir ja auch schon gehört. Es wurde ja schon gesagt, jetzt bis eine Mal. Und die Aufgabe haben wir ja auch mit angenommen. Moment, jetzt sehe ich wieder dieses Lauterbäume nicht. Den Turm nicht. Der war doch hier irgendwo. Da war doch einer irgendwo. Es waren nicht so eine Faxen hier. Der ist ja schon aktiviert. Gut, dann meinen anderen. Da hinten ist wieder einer. Mit dem Pferd kann man dann auch prima manchmal an Gegnern vorbeireiten, wenn man. Wenn sie dann auch besser auf einen hören, dann geht es auch einfacher. In das rote Zeug sollte man nicht rein. Mit den Pferden kann man an irgendwelchen Gegnern besser vorbei. Die folgen einem dann auch nicht so, als wenn man zu Fuß laufen würde. Nicht wieder gegen die... Doch woanders hingelenkt. Da ist auch ein Turm. Da ist einer, da ist einer. Da ist der, den ich... Ist der nicht? Nein, keine Ahnung. Ist der dichter dran? Werden wir gleich sehen, wenn wir über der Brücke über die Brücke geritten sind. Ist dichter dran. Ich kann auch täuschen. Entschuldigung. Können wir jetzt aber laufen hier. Wir waren so schön schnell. Aber manchmal kommen die Pferde halt über diese Hügel nicht und dann war's das. Dann müssen die ja stehen bleiben. Nein, nein, nein. Kann den umreiten? Jetzt wie den Hirsch. Ja. Ho, ho. Moment, die Sache muss ich mir genauer angucken. Komm mal gar nicht mit dem Pferd rüber. Blöd. Da ist ja, da ist ja. Dann machen wir das anders. Dann muss das Pferd da halt stehen bleiben. Nein. Ich glaube, was Großes. Machen wir das so. Halt ohne Pferd. Den Turm holen wir uns. Da ist der Drachen, der ist auch cool. Der sieht doch schön aus. Aber sollte man nicht zu nahe kommen. Und wenn mit dem Turm jetzt nichts ist, was nicht danach aussieht. Ne? Oh nein, der ist kaputt. Okay. Geht doch nicht. Das heißt, den Turm und das ein Rätsel lösen wir beim nächsten Mal. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüssi. Ja.